Meine Pokémon, so ein trauriges Ende. Okay, die Frau scheint auch sowas wie der Chef zu sein. Also fast Chef, keine Ahnung. So. Einfach alle benutzen. Einfach alle benutzen. Okay. Hi. Du kommst extra hierher, nur um dich besiegen zu lassen. Ich bin Jay, die Erde, keine Ahnung. Bodybuilder. Bodybuilder mit viel zu viel Muskeln. Dass es schon bedrohlich aussieht. Aber Natara und Traumfugier müssen es erledigen. Okay. Kryptoschlag auf Tuska und bis auf Tentaha. Du könntest doch gerne wieder in den Furio-Modus gehen. Traumfugier, das wäre sehr schön. Und ein weiterer Biss. Ja, also ich muss echt sagen, ich finde Muskeln, also so übertriebene Muskeln, überhaupt nicht schön. Es tut mir leid. Also es sieht wirklich nicht schön aus. Ich finde auch Frauen mit zu viel Muskeln nicht sehr schön. Also ich finde es überhaupt nicht. Also es geht für mich wirklich gar nicht. Ich weiß nicht, aber allgemein auch bei Männern, die 1000 Muskeln haben, das finde ich einfach hässlich. Es ist, da habe ich lieber einen dicken Mann als einen Mann mit 1000 Muskeln. Also nicht, dass dick sein was schlecht wäre. Ich meine, es gibt sehr viele schöne dicke Männer tatsächlich. Genauso wie es auch sehr viele schöne dicke Frauen gibt. Hauptsache, die Personen fühlen sich wohl. Das ist das Perfekte übrigens erstmal. Da, so. Mich gut rausgeredet, jetzt kann niemand haten natürlich. Ich meine, jeder soll sich wohlfühlen, wie er will, aber ich finde wirklich, Menschen mit zu viel Muskeln finde ich nicht schön. Überhaupt nicht. Hasst mich, aber es ist meine Meinung. Und diese Frau finde ich überhaupt nicht schön. Kann vielleicht daran liegen, dass man sich bei ihrem Design nicht so viel Mühe gegeben hat und die Polygone nicht gerade die schönsten sind, aber ich bin nicht sicher. Es sieht wahrscheinlich trotzdem besser aus als jeder Schwertschild-Charakter-Kappa. Nein, also Schwertschild-Charaktere sahen wirklich toll aus. Ich habe den zweiten DLC noch nicht gespielt, aber das sah echt gut aus. Also ich habe mir Videos angeguckt und das scheint echt das Beste an Schwert und Schild zu sein. Der DLC von Schwert-Schild war unglaublich gut. Also, der sieht echt gut aus. Kommt vom Strahl. Ja. Mach Verhöhner weg. Mach Verhöhner weg. Konfusstrahl kann nützlich sein, aber wahrscheinlich nie, keine Ahnung. Was soll das? Jetzt bin ich die Besiegte! Uiuiui, ich bin besiegt. Welchen toten Winkel hast du nur ausgenutzt? Keine Ahnung welchen. Ich habe einfach irgendwas gemacht. Wie geht's den Pokémon? Denen geht's gut. Ich heile vielleicht einmal nur einen Trank nochmal nach Tara. Die Queen? Wir haben vorhin einen Eindringling geschnappt. Geht gefälligst zurück ins Gebäude und helft den anderen. Okay. Oh, wen haben wir denn hier? Du gehörst doch zu Grant und seinen Leuten, oder? Was fällt dir nur ein, ganz allein hierher zu kommen, du kleines Dummerchen? Oh, wo ist die Queen? Ich mach ihn fertig. Du machst ihn fertig. Sieh mal an, wie fertig du selbst bist. Das ist ja lächerlich. Oh, irgendwann vertreibe ich euch Gesindel aus der Stadt. Du nimmst den Mund ja ziemlich voll. Müssen wir dein Pokémon etwa auch als Geisel nehmen? Genau wie das von Grant? Wirst du vorher keine Ruhe geben? Was sagst du da? Hi. Na nur, heute haben wir ja richtig viel Besuch. Dann müssen wir uns auch ein wenig um unsere Gäste kümmern. Hi. Hi. Die Queen Fan Bless. Remo Rein und Weberak.
sind beides keine Probleme. Dr. Queen, genau. Es heißt D. Queen, es ist kein Doktor. Er ist kein Doktor. Er ist ein R. Einfach ein D. Oh, Krypto. Remo, Alter. Ist ein ja, ich wollte schon immer... Das Ding ist Level 20, das Ding kann gar nichts. Ja, okay, dann machst du einen Kryptoschlag mit auf Weberak und... Mach... Töten wir zuerst mal Weberak. Oder auch nicht? Ein Remo-Reit auf Level 20 bringt mir nichts. Es bringt mir nichts. Gut, du bist im Furio-Modus, ich befreie dich. Bis auf Weberak. Ein Remo-Reit auf Level 20 ist auch total dämlich. Das will ich nicht trainieren. Will ich wirklich nicht. Das lohnt sich wahrscheinlich auch gar nicht. Liebeskuss. Der Liebeskuss. Der Liebeskuss. Ja, okay, das hat schon reingehauen. Also, Skemoreit ist jetzt nicht gerade so schwach. Kryptoschlag auf Liebeskuss und... Ich werfe einen Superball. Auch wenn ich das Skemoreit wirklich nicht brauche. Schluck auf. Und Superkrallball. Wahrscheinlich wäre das der Name. Wenn ein Pokéball zu einem Krallball wird, dann wird das zu einem Superkrallball, oder? Immerhin ist Remoreit gefangen, welches ich nie benutzen werde. Ich mag die Musik der Kämpfe übrigens, das ist schön. Dam, dam, dam. Kryptoschlag und ein Biss. Ich finde es toll, wie Nachtara immer leidet, wenn Nachtara getroffen wird. Aber es müsste jetzt ein Ende sein. Also ich glaube, mehr überlebst du nicht. Ja, aber dafür haben wir ja noch Nachtara, das Biss kann und nicht und definitiv treffen wird. Und ich wollte gerade sagen, nicht treffen wird, weil ich Angst hatte. Aber Nachtara enttäuscht mich nicht. Was war das denn? Unfassbar! Noch wer? Noch einer? Wieso nur konnten meine Pokémon nicht gewinnen? Du bist kein normaler Trainer. Bist du der Trainer, den Grant als Bodyguard engagiert hat? Wenn du dich mit uns anlegst, wirst du dir damit eine Menge Probleme einhandeln. Und da kommt auch das nächste Girl. Sola. Sula. Keine Ahnung. Man kann bessere Namen haben. Mantax und Griffel. Ja, gut. Welches ist das Krypto-Pokémon? Mantax als Krypto-Pokémon. Mantax würde ich ja bevorzugen. So. Mach mal einen Spukball auf Mantax. Und bis auf Griffel. Agilität sieht nicht seltsam aus. Da will einer sagen, die Animationen Schwert und Schild sind schlecht. Da fand Schwert und Schild echt coole Animationen für Attacken, die nur ein bestimmtes Pokémon kann. Die sind da wirklich cool. Die sind wirklich gut gemacht. Und Raunfugil ist fast tot. Ja, du machst es gern nochmal. Spukball auf Mantax und wir heilen dich. Supertrank auf Raunfugil. Die Kämpfe werden ja auch langsam etwas härter. Es ist sehr effektiv, das freut mich. Sehr. Könnt ihr aufhören, zusammenzuarbeiten? Das gefällt mir nicht. Das ist viel zu perfektes Teamwork. Also wirklich, das Teamwork ist viel zu perfekt. Okay. Dann Spukball nochmal auf Mantax und... Nein, warte mal. Nein, vergiss es.
Nein. Spukball bitte auf... Nicht Spukball, Kryptoschlag auf Griffel und heilen. Auf Trauen, Fugil. Erstauner geht mir ein bisschen auf die Nerven. Ein Volltreffer, ja. Ich glaube, das war's mit Traumfugil, oder? Ja, das habe ich erwartet. Also das war die schönste Sterbeanimation, die ich gesehen habe. Die war wirklich cool. Ja, dann... Psyana. Obwohl, ich hätte Barty nehmen müssen. Wegen Donnerwelle. Okay, du machst Konfusion auf Griffel und dich benutze ich jetzt, um Mantax zu fangen. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht ist es Glück. Eins. Nee. Ich schätze das Donnerwelle nochmal besser. Aber erstmal muss dieses Griffel weg. Das geht ein bisschen auf die Nerven. Ich merke, wie der Plan aufgeht. Autsch. Also das, die machen mich richtig fertig. Okay, nochmal Konfusion auf Griffel. Wenn ich eh noch wechseln muss, ist es sowieso egal. Superball auf Mantax. In der Hoffnung, diesmal klappt es. In der Hoffnung. Eins. Zwei, drei. Natürlich nicht. Bitte schreck dich zurück, okay? Oh Mann, oh. Ey, dieses Griffel. Ja, okay, dann nehme ich Warte jetzt und mach Donnerwelle auf Mantax und greife mit Dachtara dieses blöde Griffel an. Das muss weg. Das muss definitiv weg. Das geht mir so sehr auf die Nerven. Kann Warty jetzt bitte nicht im Furio-Modus sein? Donnerwelle auf Mantax. Bis auf Griffel. Bitte hör auf mit der Stauner. Bitte nerv mich damit jetzt nicht. Ja, immerhin. Immerhin ist es Griffel mal was. Es ist weg. Dieses doofe Griffel ist endlich weg. Gut. Wie Senior. Ich finde es schön, wie das bei Mantax das Remo-Reitrum ist. Das finde ich voll lustig. Ja, du hörst nicht auf meine Befehle, oder? Ja, das ist richtig. Oh. Ist das... Oh. Ja, also, dieser Kampf ist eine reine Katastrophe. Okay. Wenn du schaffst, setz die Donnerwelle ein. Ich greife dieses Mantax noch mit einem Superball an. Vielleicht bleibt es jetzt drinne. Es wäre schön. Aber ich habe das Gefühl, dieses Mantax kooperiert auf keine Art und Weise mit mir. Okay, vergiss es. Ich bring dieses Vieh um. Es ist mir egal, ich will's nicht mehr. Dieser Kampf ist ätzend, ich hasse ihn. Gut. Tyrakrok, komm mal her. Setz einfach einen Kryptoschlag gegen Mantax ein. Wir machen alles gegen dieses blöde Mantax jetzt. Ich will es nicht mehr sehen. Und dass du einen Igel einsetzt, gefällt mir null. Also wirklich gar nicht. Meinetwegen. Dann ist es halt auch noch verwirrt. Hauptsache ist es weg. Ich will dieses Vieh nicht mehr sehen. Tschüss, Mantax.
Du als Trainerin hast mehr drauf als die andere. Immerhin etwas. Und es kommt noch Yanma. Als wäre es nicht schon noch genug gewesen. Ah, oh, ist das eine Katastrophe, das ist ja übel. Okay, Tyrakor-Kryptoschlag auf Yanma. Doch, ich heile dich mit Paraheiler. Jetzt setzt dieses Vieh auch noch rechte Hand ein. Wahrscheinlich passiert jetzt gleich noch irgendwas Schlimmes, wir werden diesen Kampf am Ende noch verlieren. Es ist ein sehr spaßiger Kampf. Wahrscheinlich auch der erste schwere. Auch wenn man. Hätten wir Mantax nicht auch. Hätten wir es nicht fangen wollen von Anfang an, wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Also sind wir doch glücklich, dass ich euch diesen Spaß hier gebe. So. Machen wir zusammen das Yanma zuerst fertig. Dann bleibt noch dieses blöde Visenior. Und wenn das da weg ist, dann ist dieser Kampf gewonnen. Dieser schreckliche, schreckliche Kampf. Ultraschall klingt nicht gut. Ultraschall ist nicht gut. Nachtara wird sterben noch. Nachtara hat überlebt. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht erklären kann. Verletz dich selbst, okay? Wow, ich bin schockiert. Das geht. Jetzt ist Yanma tot. Zählt doch dieses blöde Visenior. Wir sind befreit. Da-dam. Da 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 dam da 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 dam 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 da dam. Kryptoschlag und mach Kung-Fu-Strahl. Wenn das Ding verwirrt, ist es auch noch gut. Komm, lass Nachtara noch sterben. Ich warte nur darauf. Nachtara bringt sich selbst und das ist schon okay. Und weil sich das Ding hochgeboostet hat. Oh, es ist schrecklich. Dieser Kampf ist einfach nur noch eine Qual. Mach Kung-Fu-Strahl. Wir müssen dieses. Du bringst nach Tara wahrscheinlich gleich um, oder? Ja. Okay. Makuhita haben wir ja noch. Wir haben da, glaube ich, auch noch einen Beleber. Also. Würde ich zur Not auch noch einen Siana nochmal retten. Aber sie ist wirklich übel. Sie ist sehr übel. Auch gut, das Mantax war übel. Beziehungsweise das Griffel. Es war das Griffel eigentlich. Kryptoschlag. Das war viel. Immerhin die Hälfte. Wir haben die Hälfte jetzt von dem Visenior. Wir sind schon echt lange in der Stadt, oder? Also. Wow, Makuhita ist, ich hab dich echt unterschätzt. Wir sind schon echt lange in der Stadt, schon sehr, sehr lange. Also schon sicher seit 3 Parts, 4 Parts. Was war das denn? Unfassbar! Wo hab ich das schon mal gehört? Wir ziehen uns vorläufig zurück, Bless. Verstanden, Sula? Ultra Super Mega Sport! Psiu! Na, hi. Aha. Oh. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Seid ihr Freunde von Grant? Ja. Okay, jetzt habe ich es geschnallt. Ich hatte keine Ahnung. Wie feige ich von diesen Kerlen, das Pokémon von Grant einfach als Geisel zu nehmen? Genau deshalb sind wir hier. Wir wollen das Plusle retten. Ich komme mit. In deinem Zustand würde ich dir raten, lieber hier zu bleiben. Ja, so trifft man sich wieder. The Queen, du mieser Feigling. Na, junger Mann. Wer wird denn gleich so ausfallen werden? Und warum feige? Das ist so ungemein clever, sonst nichts. Was war denn daran clever? Hoffentlich geht es dem Plusle gut. Sonst wäre es von dir clever, dich schleunigst vom Acker zu machen. Ob es ihm gut geht? Ha, es könnte ihm nicht besser gehen. Wir sind schon ganz dicke Freunde, wir zwei. Das kann doch nur ein Scherz sein. Wo ist das Plusle? Es gehört Grant. Also ich bin in der Höhle und freue mich schon auf euren Besuch. Lasst mich nicht zu lange warten, Baby. Ja,
Ja, okay, aber ich möchte zuerst heilen. Geht der Aufzug jetzt endlich wieder? Das wäre schön. Immerhin Heilung. Dreimal Hypertrank. Okay, das heißt, der andere Aufzug führt wahrscheinlich zur Höhle? Nee. Doch, dieser Aufzug. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich führt er zur Höhle. Ja, dann heile ich mal. Dam, dam, da, da, dam. Und speichere mal und beende die Aufnahmesession. Wir haben 10 gekrallte Pokémon, das ist ja schon mal gut. Nun, dann beende ich die Aufnahmesession. Bis dann und Tschüssikowski, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Pokémon Kolosseum wieder. Ich hoffe, die Qualität ist relativ gut. Ich werde es ja gleich hören, nachher, später, irgendwann mal. Bis dann und Tschüssikowski. Bye, bye.